Ja, hallo Susua und hallo Zuschauer. Willkommen zu Steins Gate Elite. なんでそんなふにゃふにゃしてんの？Warum bist du so wackelig auf den Beinen? こういう体操があるのだ。Ja, das ist eine neue Übung, die ich jetzt immer mache.知らなかったな。Ach, von sowas habe ich ja noch nie gehört. Als sie ziellos in den Himmel starrte, folgte ich ihrem Blick. Große Wolken verschlangen langsam das Blau. Perfektes Radfahrwetter. Sogar? Ach, tatsächlich? Aber so verdammt heiß. Wie kann man sich körperlich ertüchtigen an einem Tag wie diesem? あのさ、ちょっとサイクリングしない？Hast du Lust auf eine kleine Tour? Im Ernst? Sie muss Witze machen. Sie will uns vielleicht auch was zeigen. Oh nein! Ich dachte gerade, haben die denn überhaupt ein zweites Rad? Oliver, Mathe Scientist, der Cyclist, der war nein, das. Dabei bin ich doch ein verrückter Wissenschaftler und kein verrückter Radfahrer. Also, warum muss ich hier treten? その昔、アリストテレスが言いました。時間は運動の数であるってね。Ha! Vor langer Zeit sagte Aristoteles einmal, die Zeit ist einfach nur eine Maßeinheit für Bewegung. Habe ich in diesem Let's Play auch schon mal irgendwo gesagt. Also, beweg die Pedale. Das ergab jetzt überhaupt keinen Sinn. Wir haben es gerade mal so bis zum Bahnhof geschafft. Wäre es noch einen Block weiter gewesen, ich wäre gestorben. Das war eine schreckliche Idee. Ich hätte es besser wissen sollen. Eine neue Mail von Mayuri. Jetzt sag mir nicht das. Magst du etwa Luca? Aber Okarin, das letzte Mal. Als es ein Mädchen gab, was du mochtest, hast du da nicht gesagt, wenn du mit mir ausgehst, wird Unglück über dich hereinbrechen. Also werde ich dich einfach nur aus der Ferne beobachten. Ja, should I reply? Wir können nicht replyen. Ich denke, das wäre eigentlich noch das Beste, wenn Okarin jetzt sagen würde, ja, er hat Gefallen an Luca gefunden und deshalb diese komische Aktion gebracht. Aber eigentlich gibt es dafür weder eine Erklärung noch eine Entschuldigung. Weißt du? Es ist erst 10 Tage her, seitdem ich in Tokio eingetroffen bin. Oh, das muss ja zufällig ungefähr so der Tag gewesen sein, wo dieses Spiel begann, oder? Haben wir so ungefähr 10 Tage rum? Sorry, ich musste gerade einen Nieser rausschneiden. Ich hoffe, ich habe ihn rausgeschnitten. Das wusste ich ja gar nicht. Natsuyasumi o riyoushita kankou dewa nai yo na. Machst du hier Urlaub? Nein, das kann nicht sein. Ich jage meinem Vater hinterher. Ja, oder ich suche meinen Vater. Hast du
Ist er fortgelaufen? もう何年も会ってなくて、この町にいるのは分かってるんだけどさ。Ich habe ihn seit Jahren nicht gesehen, aber ich weiß, dass er in der Stadt ist. そうなのか。しかし、ならばバイトなどしている場合ではないのでは？ Aber warum arbeitest du denn bei Braun?当てがないっていうのが正直なとこ。Tja, ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wo ich mit der Geschichte anfangen soll. Oh, das wird jetzt bestimmt spannend. 警察に捜索願いは出したのか? Hast du schon mit der Polizei gesprochen? うん。Nein. だったら出すべきだろう。あとは金があるならば更新所に頼むとか。Solltest du das denn nicht? Oder du könntest auch einen Privatdetektiv anheuern oder so. Wenn du Geld hast. Na, Geld wird sie nicht haben. Ich habe die Ressourcen nicht. Und außerdem gibt es da Dinge. So Sachen, mhm.たださ、一回だけチャンスはあるんだ。Ich habe nur eine Gelegenheit. そのチャンスが明日なの。Und diese Gelegenheit ist morgen. 明日、ある場所に現れるかもしれなくて。Ich weiß, dass morgen an einem bestimmten Ort auftauchen könnte. Ein bestimmter Ort?Das klingt mir ziemlich vage. その chance を逃したら、私もこの町を離れなきゃいけない。Wenn ich diese Gelegenheit verpasse, dann muss ich gehen. 離れるとは、地元に帰るのか? Wenn du gehen sagst, meinst du zurückkehren nach Hause?行かなきゃいけないところがあるからさ。私も多忙なわけよ。Nein, nicht so genau. Ich habe eine parallele, wichtige Verabredung. もともと、明日会えなかったら諦めるつもりだったし。Ich habe mich bereits entschlossen. Wenn ich ihn morgen nicht finde, dann werde ich aufgeben.不安なのだな。Das bereitet dir wirklich Kummer, oder? わかるぞ、その気持ち。誰も知らないこの町で、たった一人で父親を探す。さぞや心細いことだろう。Ich kann das Gefühl gut verstehen. Du bist alleine.Suchst nach deinem Vater in einer Stadt, in der du nicht, mit der du nicht vertraut bist. Das ist bestimmt nicht leicht. Mensch, manchmal kann Okarin ja richtig mitfühlend und nett sein. Und du hast gehofft, dass es dir helfen würde, wenn du mit jemandem drüber sprichst. Deshalb hast du die zuverlässigste Person in der Gegend ausgewählt, mich. Aber, Teilzeitkrieger...Du hast einen schwerwiegenden Fehler begangen, denn ich bin der verrückte Wissenschaftler Hoin Kyoma. Habe ich gesagt, er kann manchmal mitfühlen und nett sein? Ja, so kann man sich täuschen. Sonnau, mein Mann. Oregon.
実験台として使ってやろうではないか。Oh nein, es geht schon wieder los. Er will wieder die Zeit verändern. Es wird doch alles immer schlimmer. Merkst du das nicht? Ja, du wirst mein nächstes Versuchskaninchen. Du weißt doch, wovon ich rede. Die D-Mail, die größte Entdeckung in der Geschichte der Wissenschaft. Du wirst das Subjekt unserer nächsten Experimente. Was hast du vor? Das ist ganz einfach. Ich brauche mehr Daten und ich werde alles tun, um sie zu erhalten. Du wirst die Vergangenheit ändern. Du kannst sie so ändern, wie auch immer du möchtest, aber nur ich werde den Unterschied merken. Wenn du meinst, das sei grausam, dann mach, was du willst. Aber wisse, dass du bereits fest in meinem Netz hängst. Du kannst nicht entkommen. Fürchte dich nicht. Ich weiß ganz genau, was du in deine D-Mail schreiben musst. Aha. Da weißt du mehr als ich. Ich habe keine Ahnung, was ich schreiben soll. Und an wen? Also, hör mal gut zu. Du wirst das hier an deinen Vater schicken, bevor er verschwand. Lasse nicht deine Tochter im Stich. Du bist ein netter Kerl, weißt du? Na, ni? Nanka, chotto dake raku ni natta kamo. Ich glaube, mit dir zu reden hat wirklich geholfen. Omae, ore o bujoku suru tsumori ka? Ore wa ii yatsu nado dewa nai. Was ziehst du denn jetzt hier ab? Willst du mich beleidigen? Ich bin kein netter Kerl. Ich bin der verrückte Wissenschaftler, der Experimente an Frauen und Kindern durchführt. Und sag mir die E-Mail-Adresse deines Vaters. Wenn du das nicht tust, dann... Was ich nicht verstehe, wollen die nicht wenigstens bis morgen abwarten, ob sie ihren Vater nicht... an dem entsprechenden Ort einfach sowieso findet. Also, wenn du das nicht tust, dann werde ich die Kraft meines rechten Armes freilassen. Sobald er befreit ist, kann nicht mal ich ihn mehr kontrollieren. Vielleicht überlebst du das nicht. Du wurdest gewarnt. Tut mir leid, das kann ich nicht. Akuma de sakarau no ka?
Du verweigerst dich mir. Ich kenne seine E-Mail-Adresse ja gar nicht. Auch seine Telefonnummer nicht. Ah. So. Na, da kara koso ashita ni kaketeru wake de sa. Shinpai shite kurete sankyu. Und deshalb ist morgen meine einzige Gelegenheit. Aber danke, dass du es versucht hast. Shinpai nado shite nai. Jikkendai ni dekinakute gakkari shite iru dake da. Na, das ist mir egal. Ich bin einfach enttäuscht, dass ich mit dir keine Experimente machen konnte. Aber wie dem auch sei, du kannst Mails in die Vergangenheit schicken? Das ist ja fantastisch, die erste Zeitmaschine aller Zeiten. Natürlich ist das fantastisch. Ich bin doch Hoin Kyoma. Hast du Pläne, sie weiterzuentwickeln? Upgrade? Sono Time Machine no Upgrade. Totoeba, hito sono mono wo okurechau you ni naru toka. Naja, zum Beispiel Menschen in die Vergangenheit schicken oder so. Kento chuu da. Wir arbeiten daran. Hatten allerdings bislang noch keine guten Ideen. Dattara sa. Dann lasse mich dir einen guten Rat geben. Du solltest Makise Chris da rauslassen. Was hast du eigentlich gegen sie? Ach, wir gehen besser mal zurück in den Laden. Ich habe ja nur 30 Minuten Pause und da kriege ich Probleme, wenn ich nicht rechtzeitig zurück bin. Komm morgen ins Labor, egal ob du deinen Vater getroffen hast oder nicht. Warum? Damit ich mit deinem Leid meine Zeitmaschine verbessern kann. Ja, du bist wirklich ein verrückter Wissenschaftler. Falls ich meinem Vater begegne, komme ich vorbei. Dann können wir ein Salut schießen. Sie lachte fröhlich und trat heftig in die Pedale. Ließ mich zurück. Hey, warte! Ich will mitfahren! Hey! Tja, da musst du wohl zurücklaufen. Kore yori! Sakusen mei Eldo Frimnir no gaiyou ni tsuite setsumei suru. Frag mich nicht, was Eldrimnir ist, also irgendwie so ein nordischer Mythologiekram wieder. Ich werde euch jetzt über die Operation Eldrimnir unterrichten. Ich konnte Moika nicht erwischen. Ferris sagte, sie wäre zu beschäftigt. Also die beiden sind jetzt nicht da, alles klar. Okay, nördische Mythologie. Der Kessel
in dem für die Götter gekocht wurde. Aha. Und der ist magisch oder wie? Ist das was Besonderes, wenn für besondere Leute in einem Objekt gekocht wird? Macht das das Objekt zu etwas Besonderem? Gut, also deshalb sind wir nur zu 5. Daru wird hier wahrscheinlich irgendwo rumschwirren. Ah ne. Daru hat auch Sachen zu erledigen. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass Lukako meine Einladung ausschlagen würde. Aber da sie jetzt nun mal schon mal... Aber weil sie jetzt hier ist, denke ich, sie hat mir wohl verziehen. Zumindest vorerst. Ich möchte, dass ihr euch auf eine Party vorbereitet. Ich habe den Labormitgliedern bereits erklärt, was Suzuha mir gestern gesagt hat. Und was hast du genau vor? Ich werde unseren Teilzeitkrieger beschatten oder ihm folgen und dann Bericht erstatten, wenn sich die Situation verändert. Ach so, ist das denn quasi eine Willkommensparty für Suzuhas Vater oder so? Wag es bloß nicht. Lass sie alleine mit ihrem Vater. Ah, du solltest nicht voreilig meine Pläne ablehnen, Christina. Du verstehst einfach nicht, wie eine menschliche Psyche funktioniert. Jetzt, wo du meinen Plan abgelehnt hast, gibt es keine Möglichkeit, dass ich den nicht durchziehe. Du hast meinen Stolz unterschätzt. Komm mal erstmal mit dir klar. Somosomo, Christina, yo. Omae to Baito-senshi wa tairitsu shiteita hazu da. Ni mo kakawarazu, sono youna kizukai o suru to wa taishita gizenburi da na. Außerdem, Christina, seid ihr beiden doch verfeindet, oder nicht? Du willst sie vor mir schützen, während du gleichzeitig an ihrem Verderben arbeitest? Das macht dich zu einem, ja, wie nennt man's? Jemand, der nicht das tut, was er sagt. Der vorgibt, ehrlich zu sein, aber lügt. Ach Mensch, ich komme jetzt nicht auf das Wort. Du hast einfach keine Prinzipien mehr, nicht? Ja, sie hat recht. Du solltest wirklich Suzuha in Ruhe lassen. Und ganz egal, was auch passiert, wir müssen ihr ein warmes Willkommen bereiten, wenn ich mache alles, damit das eine besondere Party wird. Ich habe ja diese Suzuha noch niemals kennengelernt. Ja, die ist wirklich sehr nett. Du wirst mit ihr zurechtkommen. Nett.
Wie dem auch sei, ich gehe jetzt hinter ihr her. Ihr werdet... Nein, bekomm es endlich mal in deinen dicken Schädel. Verdammt, Assistent, wie kannst du es wagen, mir Befehle zu erteilen? Letztendlich bekam ich keine Erlaubnis, Suzua zu verfolgen. Eine Mail. Ist sie aus der Vergangenheit? Nein. Beziehungsweise ist sie aus der Zukunft, meine ich. F-J-A-O-T-I-U. Fiatio. Keine Ahnung, was das sein soll. Auf jeden Fall ein Bild. Was läuft denn da? Ich schaute mich sofort im Raum um. Ein kalter Schauer lief mir den Rücken runter. Vorsichtig öffnete ich das angehängte Bild. Roter Gelee? Warum Gelee? Und sie beobachten mich? Warum? Ist das ein Scherz? Eine Spam-Mail? Ich wusste nichts damit anzufangen, aber ich hatte überall Gänsehaut. Mayuri saß direkt neben mir und schaute mich verwirrt an. Nun, es war an der Zeit, mich in das Spiel einzuschalten. Wir mussten uns auf das letzte Abendmahl vorbereiten. Operation El Trimnir. Mit dem letzten Abendmahl meinte ich unsere Party, die wir für Suzua geben. Falls sie ihren Vater wiederfindet, werden wir einfach ganz normal feiern. Dann wird es halt ihr letztes Abendessen in Tokio. Da drüben ist das nicht. Hab dich, Daru. Warum bist du meinem Aufruf nicht gefolgt? Ja, ich hab dir doch schon gesagt, ich hab was zu tun. Und das wäre? Offline. Ein Offline-Meeting. Das ist unentschuldbar. Ja, chotto kiite kure yo. Warte, hör mir doch mal kurz zu. Offline to Labomen Girls no tezukuri ryori ga taberareru party. Omae wa dochira o erabu? Entweder dein Offline-Meeting oder eine Party mit Essen, was handgefertigt wurde durch unsere Labormitglieder. Also, entscheide dich. Tezukuri? Dato? Handgekochtes Essen? Von Mädchen? Eine Frage. Wird auch Ferris-Tan da sein? Natürlich. Ferris ist doch auch Labormitglied, oder? So, doste batting surunda yo! Semete, ashta ni shite kureleba!
Verdammt, warum muss es denn am gleichen Tag sein? Hat es nicht Zeit bis morgen? Also, was wird es sein? Die Zeit, sich zu entscheiden, ist jetzt. Ich möchte Ferris Hausmannskost essen. Wie er wieder betrogen wird. Ferris wird überhaupt nichts kochen für ihn, aber... Wenn du das Offline-Meeting aufgibst, dann ist das alles geklärt. Ich geb's auf. Ich geb das Offline-Meeting auf. Mit wem wollte er sich denn treffen? Das hätte er auch mal sagen können. Als wir zum Labor zurückkehrten, waren Mayuri und Lukaku bereits bei den Vorbereitungen. Ja, ich denke mal, hier wird dann einiges passieren, was noch viel Text ist. Mache ich erstmal Schluss mit der Folge und morgen geht es dann weiter mit der großen Party und der Frage, hat Suzua ihren Vater gefunden oder nicht? Also bis morgen dann. Tschüss.